Hallo und herzlich willkommen. Ich bin Rortek und ich mache euch heute ein kleines Tutorial, mehr oder weniger. Ja, und zwar geht es um das Spiel Call of Duty Black Ops. Das Spiel hat einen Fehler. Und zwar, wenn der Fehler jetzt kommt, heißt das, bin ich mal gespannt. Ja, da. Aber ein Fehler, und zwar schmiert das Call of Duty beim Intro ab. Dann kriegen wir hier noch eine Error during Initialization Unhandled Exception Call. Ja, Call. Ach, keine Ahnung, wie man das ausspricht. Ey, ist ja auch egal. Um diesen Fehler zu beheben, müssen wir unser Datum ändern. Dazu gehen wir auf, unten auf unsere Uhr. Ach, jetzt habe ich mich verklickt. Rechtsklick. Datum, Uhrzeit ändern. War ganz kurz. Dann stellen wir das, ich schätze jetzt einfach mal wieder auf den 14. Da habe ich mich das, habe ich das erstmal installiert. So, stellen wir das auf den 14. Okay. Und man stellt das, glaube ich, auf das Datum zurück, wo man es installiert hat. Dann sollte es theoretisch eigentlich immer funktionieren, bin mir nicht ganz sicher. Ansonsten muss man halt ausprobieren. So 2 Tage zurück, 3 Tage zurück, 4 Tage zurück oder halt 2 Tage vor. Aber im Normalfall sollte man das halt darauf einstellen, wenn man das Spiel installiert hat. Also bei mir war es halt am 14. und deswegen funktioniert es bei mir auch am 14. Ja, das war's auch schon. So behebt ihr den Fehler, so könnt ihr zocken. Wie gehabt, ich wünsche euch an dieser Stelle noch viel Spaß mit Call of Duty Black Ops 2. Macht's gut und bis zum nächsten Mal. Bye bye.